Oberbürgermeister Pass, den Arndt Neuhaus, der Vorstandsvorsitzende RW Deutschland AG und ich ganz herzlich begrüßen. Und Sie werden die offizielle Begrüßung durchführen, bevor Sie, Herr Dün, dann ein paar Worte an uns richten und dann Herr Dr. Neuhaus, Herr Schneider und auch Herr Dornbusch einige Worte an uns richten werden. Danach kommt es zum Fußabdruck. Arndt, ich glaube, du hast den Schuh schon an. Hast du schon an. Und dann achten wir vor allen Dingen auf Ihren Zeitkalender, weil Sie uns, glaube ich, 9:15 Uhr wieder nicht verlassen müssen. Lieber Herr Pass, es ist uns Freude, dass Sie ein gutes Wort an uns haben. Ja, sehr geehrter Herr Minister, lieber Gagel Dün, sehr geehrter Herr Dr. Neuhaus, sehr geehrter Herr Dr. Dornbusch, sehr geehrte Frau Kreis-Netthöfel, liebe Carola, liebe Gäste. Ja, ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier an der Umspannanlage Herkules. Und wenn Namen auch gleichzeitig Programme sind, dann muss man sagen, passt das hier ganz gut. Denn hier wird ja ein starkes Projekt von einem starken Industrieunternehmen in die Realität umgesetzt. Und wir haben es gerade gehört, das ist ein Ort, an dem die Welt auf uns schaut. Denn die vielen Projektpartner, die aus der gesamten Welt kommen und zu sehen, was hier an Innovation geleistet wird, die machen natürlich auch uns in der Stadt Essen etwas stolz, denn wir sind ja dann gleichzeitig mit im Fokus. Und natürlich freue ich mich auch, dass Essen zur Ampacity wird. Das ist ja auch wieder ein Name, der uns gleichzeitig dann auch mit zu Ehre gereicht. Und es ist auch schön, dass die Klima-Expo NRW das Supraleiterkabel als Leuchtturmprojekt eben mit dieser internationalen Ausstrahlung heute auszeichnet. Also nicht nur die Welt schaut auf uns, gerade wir heute hier aus Verwaltung, aus Stadt, aus Politik schauen natürlich auch ganz interessiert auf das, was hier passiert. Das Projekt macht unser Bundesland, Herr Minister, aber ich denke auch die Stadt mit zum Vorreiter bei der Entwicklung neuer Energietechnologien. Und das ist ja ganz im Sinne der Klima-Expo, ist das ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr, nennt man das Blue Economy, ist das, was wir auch letztendlich uns als Wirtschaftskraft hier mit auf die Fahnen geschrieben haben. Was hier geschieht, das steht aber auch im Einklang mit dem, was die Stadt Essen an Zielen sich vorgenommen hat. Das ist auch passend zu unserer Stadtstrategie 2030 und es ist auch ein wichtiger Baustein für unsere Bewerbung, für unsere laufende Bewerbung zur grünen Hauptstadt Europas 2017. Die Gewinnerstadt dieses Wettbewerbs nimmt eine Vorreiterrolle ein beim umweltfreundlichen städtischen Leben und natürlich auch eine Vorbildfunktion für alles das, was man an Innovation auf dem Energiesektor auch bringen kann. Und dieses Vorbild, ich meine, das wollen wir nicht nur sein, da sind wir auch schon, denn in Essen sind alle Energiekonzepte, alle Klimaschutz und alle Anpassungsmaßnahmen unserer Verwaltung, der Konzerntöchter, der gesamten Stadtgesellschaft gebündelt unter einer Dachmarke, die wir nennen Klimawerkstatt Essen. Und diese Klimawerkstatt Essen, die ist auch beteiligt am Dekadenprojekt Klimametropole Ruhr 2022 des Regionalverbandes Ruhrgebiet. Das sind manchmal so schwierige Namen, bitte um Entschuldigung. Der RVR ist wiederum mit diesem Projekt einer der regionalen Partner des Landesprojektes Klima Expo NRW und so meine ich, schließt sich der Kreis. Wir haben die Klimawerkstatt Essen, wir haben das Thema mit dem RVR zusammen und dann gleichzeitig wieder mit dem Landesbezug. Und deshalb möchte ich diese Gelegenheit auch nutzen, mich beim RVR herzlich zu bedanken für diese gute Zusammenarbeit, die wir auf diesem Sektor haben. Natürlich möchte ich insbesondere der RWE AG danken dafür, dass sie hier die Stadt Essen zur Ampacity machen und damit auch ein innovatives Projekt, insbesondere hier bei uns vor Ort, hier etablieren. Und schließlich möchte ich Herrn Minister Dün danken, der als Essener Bürger die Chance genutzt hat, den ersten Termin des Tages hier in Essen zu verbringen und damit auch deutlich zu machen, welche Bedeutung dieses Projekt auch im Sinne der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes hat und im Stichwort Blue Economy. Herzlichen Dank und ein herzliches Glück auch. Danke, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Reinhard Pass, sehr geehrter Herr Dr. Neuhaus, sehr geehrter Herr Dr. Dornbusch, liebe Frau Carola Geis-Netthöfel, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie diesen frühen Termin mit uns hier wahrgenommen haben. Das hat, ich glaube, wir waren ursprünglich eine halbe Stunde später geplant, aber wir haben es ein bisschen nach vorne gezogen. Und ich habe es Herrn Dr. Neuhaus gerade schon gesagt, es muss in seinem Sinne sein. Denn es geht darum, dass ich gleich im Anschluss nach Berlin fliege, um dort gemeinsam mit einem Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Herrn Barke, darüber zu sprechen, wie wir denn unseren Klimabeitrag aus bundesdeutscher Sicht
leisten wollen, wie wir unsere Klimaschutzziele erreichen wollen. Und es liegt dort ein Vorschlag auf dem Tisch, der im Ergebnis dafür sorgen würde, dass nur ein einziges Unternehmen einen Klimaschutzbeitrag leisten müsste im Bereich der Energieerzeugung, alle anderen eigentlich nicht. Und dieses Unternehmen hat drei Buchstaben. Das haben andere auch, aber fängt mit R an. Das halten wir für keine besonders gute Idee, was da bisher vorgeschlagen ist. Das haben wir auch schon zum Ausdruck gebracht. Das bringen viele zum Ausdruck und deswegen werden wir uns da heute mal eng zusammensetzen, in die Augen gucken und erste Alternativen diskutieren und prüfen. Ich will das an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen. Wir halten es als Landesregierung für richtig, dass wir uns von den gesetzten Klimaschutzzielen nicht verabschieden. Dass wir jetzt keine Debatte darüber beginnen, ob wir denn das, was wir bis 2020 und in den Folgejahren bis 2050 erreichen wollen, ob wir das denn eigentlich ernst meinen. Das müssen wir ernst nehmen. Und einen ganz wichtigen Beitrag hier aus Nordrhein-Westfalen leisten wir mit den Projekten der Klimaexpo. Heute der Schritt 46 von 1000 Schritten. Also wir sind am Beginn, aber es wird schnell weitergehen und es wird eine ganze Reihe von Projekten im Land geben, die deutlich machen, wir meinen es ernst mit dem Klimaschutz. Aber wir wollen eben auch, und das ist dann die Verknüpfung mit der Debatte, die wir dort in Berlin führen und die wir seit einigen Wochen führen, wir wollen eben auch, dass das so gemacht wird, dass wir das Neue schaffen, ohne das, was an vorhandenen Strukturen da ist, von heute auf morgen kaputt gemacht wird. Wir kennen uns hier im Ruhrgebiet mit Strukturwandel aus. Aber es ist etwas anderes, ob ich einen Strukturwandel organisiere oder ob ich Strukturbrüche zulasse. Und das ist die Diskussion, vor der wir gerade stehen. Deswegen auch der Zusammenhang zu dem, was wir hier heute erleben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass wir uns das haben gerade von Herrn Dr. Schneider nochmal erklären lassen können, um was es hier eigentlich geht. Wenn wir über Energiewende und Gestaltung der Energiewende sprechen, reden wir ganz viel immer über die Stromerzeugung. Wir reden viel zu wenig über die anderen Themen, die bei der Gestaltung der Energiewende eine genauso wichtige Rolle spielen. Es gab mal eine Verständigung darauf, und die müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen, dass Energiewende ein gleichseitiges Dreieck ist. Gleichseitiges Dreieck von drei Punkten ausgehend, nämlich dem Klimaschutz, aber gleichzeitig auch der Bezahlbarkeit und der Versorgungssicherheit. Und dass aus diesen drei Themen heraus jeweils dann auch Handlungsmöglichkeiten, Handlungsoptionen entstehen, die wir gestalten müssen. Wenn wir immer nur eines der Themen nehmen würden, nur die Bezahlbarkeit oder nur die Versorgungssicherheit oder nur den Klimaschutz, könnte man die Ziele immer relativ schnell und einfach erreichen. Man könnte zum Beispiel das Thema Versorgungssicherheit ganz schnell erreichen, da würden dann möglicherweise Kosten aber um die Ohren fliegen. Das Thema Klimaschutz könnte man ganz schnell erreichen. Frage ist dann, ob man dann noch die Versorgungssicherheit hätte und so weiter. Und das ist etwas, was RWE auch an diesem Projekt sehr gut darstellt, ist, dass man die Dinge zusammendenken muss. Dass man das Wirtschaftliche, deswegen habe ich vorhin danach auch nochmal gefragt, rechnet sich denn ein solches Netz auch? Ja, es kann den Wettbewerb zu den konventionellen 110 KV-Leitungen aufnehmen. Wenn man in die Gesamtrechnung hineingeht, ist das ein wirtschaftliches Projekt. Und das ist nicht nur innovativ, sondern auch wirtschaftlich. Was haben Sie vorhin erzählt? Aus den 80er Jahren ist das erfunden worden. Und das ist natürlich dann eine lange Zeit, bis so etwas dann Realität wird. Dass das hier in Essen passiert, freut mich besonders. Der Oberbürgermeister hat schon darauf hingewiesen. Ich will das ausdrücklich unterstützen. Ich habe heute Morgen in dieser Stadt erscheinenden Zeitung gelesen, dass es dem Ruhrgebiet gar nicht so schlecht geht, sondern dass das Ruhrgebiet aufgeholt hat und dass es über Bundesdurchschnitt Wachstum generiert. Das hat etwas mit der Innovationsfähigkeit der hier ansässigen Unternehmen zu tun. Das hat auch was mit der Leistungsbereitschaft der hier lebenden Menschen zu tun. Aber die Innovationsfähigkeit der hier ansässigen Unternehmen wird an einem solchen Projekt hier im Rahmen der Klimaexpo noch einmal ganz ausdrücklich unter Beweis gestellt. Das sind Dinge, wenn wir eben im Rahmen der Energiewende nicht nur über Erzeugung reden, die ganz, ganz wichtige Beiträge leisten, um den Umbau der Energieversorgung sicherzustellen. Da spielen die Netze eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Über die öffentlichen, weil da nicht so viel Streit drüber ist, bist du dafür oder bist du dagegen? Das können eigentlich die meisten nur dafür sein, aber da spielt das Thema Netze eine ganz entscheidende Rolle. Das ist ja die Lebensader, die wir brauchen.
können so viel Erzeugung machen oder so wenig und wie auch immer, wenn wir die Netze nicht haben, wird das alles nichts. Kommt das bei uns am Ende nicht an, kommt es auch in den Firmen, auch in den Industriebetrieben dieser Stadt am Ende nicht an. Deswegen brauchen wir solche innovativen Lösungen und dass sich das dann eben einpflegt in das Thema Klima-Expo, das ist uns ein besonderes Anliegen. Das ist ein ganz wichtiges, großes Projekt, was wir hier angeschoben haben, um deutlich zu machen, diese Innovationsfähigkeit geht einher mit dem Thema CO2-Reduzierung, mit dem Thema Klimaschutz. Und so kommen hier die Dinge auf wunderbare Weise zusammen. Deswegen ein ganz herzlicher Dank an die beteiligten Unternehmen. Es ist RWE an der Spitze, aber es sind auch andere, die ihren Beitrag dazu leisten, dass das hier Realität werden kann. Und ich wünsche der Klima-Expo und ich wünsche den Akteuren einen weiterhin so erfolgreichen Weg. Dieser 46. Schritt von 1000 Schritten ist, glaube ich, einer, der sich durchaus ein bisschen abhebt. Wir haben viele kleine, auch sehr feine und innovative Projekte schon auf den Weg gebracht, werden auch noch weitere sehen. Aber das hier ist, glaube ich, eines, was man wirklich, neudeutsch würde man sagen, highlighten muss, also was man hervorheben muss, weil es ein Beitrag dafür sein kann, in einem solchen Ballungsraum Investitionen in Netze wirklich auszulösen. Und das ist dann der letzte Punkt, denn es nützt ja alles nichts, wenn man nur was Schönes hat, sondern es müssen auch gerade im Ruhrgebiet Investitionen ausgelöst werden. Und das ist hier dafür ein hervorragendes Beispiel, wie das gelingen kann, wie das auch wirtschaftlich gelingen kann. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das angeschoben haben. Ganz herzlichen Dank an die Vertreter der Klima-Expo, dass das ein gemeinsames Projekt geworden ist. Und allen Beteiligten ein herzliches Glück auf. Vielen Dank. Das ist Schlagwort. Das Schlagwort einer enormen Geschwindigkeit. Und das dient dazu, das Kabel dann auch zu schützen. Und man setzt auch in anderen Bereichen Supraleitung und Kurzstrombegrenzung durchaus ein, weil die extrem schnell sind, eben durch diesen Übergang von der Supraleitung in die Nicht-Supraleitung. Und hier haben wir eben in unserer Anlage diese Kombination von Supraleitung und Kurzstrombegrenzung und dem Supraleitungskabel jetzt in einer Anlage realisiert, die jetzt eben seit einem Jahr. Man kriegt so eine Idee von dem Aufbau, aber nichtsdestotrotz ist es so, der Vergleich zu einer herkömmlichen Unfallanlage, wo sie mehr große Fragestellen haben, wie hier jetzt auch noch eine Eidungsschaltfelder, ist, wenn man komplett auf diese Versorgung umstellen könnte, das zieht unsere Planung jetzt für Essen vor, wenn wir weiterbauen würden, würden wir in der Stadt dann heute 10 dieser riesengroßen Anlagen, wenn man unsere Planung mindestens auf 4 verzichten könnte. Und komplett reduziert dann mit diesem Verleitung in der Industrie. Da möchte ich natürlich eine ganze Menge Platz auf den Schritten. Das ist die Vision. Die erste Strecke hier, aber wir haben von vornherein so geplant, dass wir gesagt haben, wie würde denn ein Konzept aussehen, wenn man eben nicht nur eine Strecke hätte, sondern wenn man dann eine Versorgung macht, die dann zu mehreren Teilen schreibt.